Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijabloss. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich nehme euch einmal random jeden Tag oder an einigen Tagen mit, so gut wie möglich. Die Kleine schläft und es passt einfach gerade. Deswegen starte ich direkt mit meinem Vlog. Ich werde heute das erste Mal Matcha testen. Ihr wisst, ich habe das schon lange gekauft, hat sie euch mal gezeigt. Und ja, der soll richtig lecker schmecken. Mal gucken. Ich werde es jetzt genauso machen, wie es mir in den Kommentaren beschrieben hat. Und ja. Ich teste mal, ob das wirklich was ist, ob das mir schmeckt. Und ja, dann starten wir direkt mit dem Vlog. Also, Leute, ein Taste-Test. Aber ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe nichts Süßes drin. Ich mag aber die Milch kalt schon so einfach. Und zum Testen habe ich mir etwas weniger gemacht. Und ja, ich glaube, Erdbeeren würden richtig schön passen. Und ja, Bismillah. Also, Matcha von Koro hat nicht diesen Grasgeschmack. Lecker. Aber süß, etwas Süßes fehlt mir da drin. Aber ich finde es cool. Ups. Also für das erste Mal okay. Ganz viele Fehler gemacht, habt ihr gesehen. Aber ja, beim nächsten Mal werde ich es irgendwie etwas anders peppen. Süß peppen, aber. Okay. Leute, mir ist ein Fehl passiert. Also passiert mir schon oft, finde ich, seitdem ich die Kleine habe. Und zwar habe ich gestern ein Video gedreht, ein Haul abgedreht. Und da war die ganze Zeit mein Halsbereich. Ich hatte meinen Kopftuch ein bisschen anders das erste Mal gebunden. Mache ich nie wieder. War dann immer so offen. Ist vielleicht wieder den einen oder anderen gar nicht so wild, weil viele tragen ja das Kopftuch auch mittlerweile ganz anders. Also hier wird ja mehr gezeigt und ja, es war wirklich wenig, aber ich habe mich super unwohl gefühlt und ich trage mein Kopftuch lieber hier sehr gut gebunden. Und ja, wie gesagt, es war nicht ich und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Deswegen muss man echt aufpassen, wenn man neue Hijab-Styles testet. Ich bleibe hierbei erstmal. Eigentlich wollte ich eigentlich alles mit euch zusammen auspacken. Das Video war viel schöner, als wenn ich euch das jetzt alles vor die Kamera zeige. Leider schon alles ausgepackt. Zeige ich euch aber im Nachhinein trotzdem alles, was ich ausgepackt habe. Und es wird jetzt ein Mini Shein Home, ja, eher so Kategorie von allem, habe ich das Gefühl, Haul folgen. Falls du kein Interesse hast, skip weiter und wir sehen uns dann morgen. Heute zeige ich euch erstmal meine Auswahl von Shein Home. Aktuell ist das bei mir eine große Sache, vielleicht für die einigen uninteressant, aber Babynahrung. Und zwar eine süße Flasche. Schaut mal. Für die Kleine. Sie trinkt sehr ungern aus extra Babyflaschen. Kennt ihr diese Trinkbecher, sodass man nichts umschütteln kann? Sie trinken, also sie saugt davon, aber sie trinkt lieber direkt aus dem Glas. Und ich dachte mir, vielleicht trinkt sie ja auch gerne mit einem Strohhalm mittlerweile. Vielleicht ist das zu früh, ich weiß es nicht, aber ich fand es sehr süß. Ich werde es testen.
Sie nimmt immer meinen Strohhalm, wenn ich, sobald ich hier trinke. Ich liebe es nämlich aus Glas Strohhalm zu trinken und sie schnappt sich das immer. Und ich dachte mir, ich teste das mal. Super süß haben die in anderen verschiedenen Farbvarianten. Ich habe mich für das hier entschieden. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Mein Suchcode und mein Rabattcode ist immer gültig. Den könnt ihr gerne beim Shoppen verwenden. Alles, was ich euch zeige, ist hier unten verlinkt. Und bevor ich weitermache, sorry, ich bin mein Kopf, ne? Also ich habe keinen roten Faden, sorry, aber so bin ich halt. Bevor ich das vergesse, ich habe auch zwei richtig schöne Balkonmöbel zugeschickt bekommen. Ich habe eins ausgepackt und schon aufgebaut. Es ist ein Vierteiler in Grau. Grau ist eigentlich nicht meine Farbe, aber naja. Ich finde, am Ende hat es trotzdem sehr schön gepasst. Es sieht sehr schön aus. Ich habe aber nur die Bank benutzt. Ich könnte es aber auch so machen, dass ich die anderen drei Teile, also zwei Sessel und den Tisch, benutzen könnte. Ich habe mich jetzt erstmal für die Bank entschieden. Aber ja, es kann sein, dass ich dann mal wechsle. Und dann habe ich auch noch das hier zugeschickt bekommen. Leute, ich hätte nie gedacht, dass Shein so schöne Balkonmöbel hat. Leider habe ich jetzt erstmal die zugeschickt bekommen. Also, Alhamdulillah trotzdem, aber ich finde das, was ich euch jetzt zeige, einfach viel schöner. Also, ich werde euch meine Lieblingsbalkonmöbel, die ich gerne gehabt hätte, na, sagen wir mal so, in der Infobox verlinken. Da sind so schöne Teile mit dabei. Falls du vielleicht noch Balkonmöbel haben möchtest, ich finde, der Spätsommer ist irgendwie da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch 2 Monate was davon haben werden. Also, ich chille gerade sehr gerne auf dem Balkon, meine Kleine auch. Und jetzt weiter mit Babynahrungs. Artikel. Und zwar ein paar Silikonteile. Damit kann ich ihr einiges backen. Also hier könnte ich mir so Mini-Muffin vorstellen. So Hand. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Es sieht süß aus. Vielleicht habt ihr Ideen. Unter euch sind ja so coole Mamis, die einfach direkt vielleicht wissen würden, für was man das benutzen könnte. Dann habe ich noch die beiden. Das hier ist so eine Form wieder. Etwas größer. Auch hiermit könnte ich Muffin machen. Aber ich dachte eher, ich Pancake. Teig schon mal reingebe und in die Kühltruhe und einfach nur raus auf die Pfanne und schon habt ihr dann eine Portion sozusagen. Cool, werde ich höchstwahrscheinlich dafür benutzen. Und dann habe ich auch noch das hier. Das ist jetzt nicht für die Kühltruhe meiner Meinung nach, sondern eher zum Aufbacken. Ich fand das hier sehr schön, diese länglichen und die Form hier fand ich auch sehr schön. Einfach ganz viel für die Kleine, da sie jetzt mittlerweile auch alleine essen kann. Das ist so süß. Also diese Sache, ne? Es ging alles so schnell, finde ich. Letztens haben wir ihr einfach etwas in die Hand gegeben und wir haben gut zugeguckt und wir waren schon, also ich war schockiert, dass das schon so weit ist, dass sie es komplett alleine essen kann. Dann kann ich auch damit schon starten. Und zwar schaut mal, wie süß eine Krabbe in dieser Farbe. Habt ihr aber auch, wie gesagt, alles, was ich euch gezeigt habe, habt ihr auch in anderen Farben. Ich habe es jetzt immer in rosa, pink. Also ich bin immer ein Girl gewesen. Ich hatte mal. Meine Familie, meine Geschwister wissen genau, ich hatte eine kurze Zeit, ein Einzelzimmer. Das ist bei uns sehr unüblich. Wir sind normalerweise, also wir sind 7 Geschwister, Leute. Und wir waren eigentlich immer zu viert in einem Zimmer. Und da hatte ich ganz kurz eine Zeit, wo meine Schwestern schon weg waren und alles cool. Und da habe ich ein Zimmer komplett pink gemacht. Und ich würde es immer noch mal machen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe ihr Zimmer auch komplett pink, könnte man sagen. Aber naja, kommen wir zu dem hier und das hier. Sehr schöne Silikonteile mit dem Saugnapf unten. Könnt ihr schön befestigen. Ich brauche das nicht. Also ich denke, dass ich es das nicht brauche. Aber mal gucken. Wird sich noch zeigen. Da das ein Vlog ist, finde ich nicht schlimm, wenn ich zu viel quatsche, oder? Ich hasse es. Ich hasse Zigaretten. Ich hasse alles an Zigaretten. Duft. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Und eigentlich darf niemand bei mir, also nicht eigentlich, zu Hause wird nicht geraucht. Punkt. Auch nicht aus dem Fenster. Aber ich habe einen Balkon und der ein oder andere Freund von uns raucht halt. Und ja, wir wollen ja jetzt nicht immer wieder runterschicken. Und ich habe es gehasst, immer mein Porzellan aus der Küche zu geben als Aschenbecher. Deswegen dachte ich mir so. Mann, dann tu es und dann such was wenigstens Schönes, Stylisches aus, was dir auch gefällt und wo du nicht etwas von der Küche geben musst. Und da habe ich mich für diese süße Erdbeere entschieden, Leute. Wie schön ist die? Voll schade, dass man das als Aschenbecher benutzt. Man könnte es für alles andere auch noch benutzen, aber Hauptsache sieht es schön aus, oder? So ein Aschenbecher, was ich dann auf dem Balkon hinstellen werde und kein Porzellan aus der Küche mehr geben muss. Und ganz schlimm, wenn man denen kein Porzellan aus der Küche gibt, habe ich mal gesehen, dass einige, ich will hier keine Namen nennen, auch Familie, wirklich einfach Erde von Blumen als Aschenbecher benutzen. Deswegen
Eine tolle Investition, finde ich. Habe ich auch noch eine mini-rote Erdbeervase. Ich weiß gar nicht warum, aber die ist auch süß, oder? So richtig kleine, süße Vase. Sieht fast identisch aus, ist es aber nicht. Aber mal gucken, was ich daraus machen werde. Vielleicht so ein Pin, vielleicht als Pinsel, Behälter, oder? Pinsel, also Schmink. Dann habe ich noch diese süßen Teile ausgesucht. Zwei Stück, also zweimal habe ich das ausgesucht. Ich habe aber gedacht, dass das aus Glas ist, ist aber aus Plastik. Vielleicht ist das besser so. Aber ja, sieht richtig schön aus für Dips. Könnt ihr das vorstellen? Naja, Leute, meine Prinzessin ist wach. Zu guter Letzt habe ich eh nur noch ein Teil. Gleich ist auch Papa da, deswegen. Das hier, Leute, das hier. Gestern hatte ich so etwas richtig krass Vakuumiertes und ich wusste nicht, was es ist. Ich dachte mir, was? Ich habe doch kein Kissen ausgesucht. Was ist das? Was ist das? Und dann hat es mein Mann aufbekommen. Es ist ein Bällebad in Weiß. Das hier. Krass gut verpackt. Ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen. Ciao. Hey, next day, Leute. Wir sind schon auf dem Sprung. Die Kleine ist inshallah gleich. Also sie ist so müde, dass sie gleich inshallah schlafen wird. Wir haben einen Behördengang, da muss ich zum türkischen Markt noch Fleisch holen. Dann muss ich noch einen Behördengang machen. Also ich habe ganz viele To-dos draußen. Falls ich es schaffen werde, möchte ich mit euch noch zu TK Maxx mal gucken. Die Babyabteilung und die Wohnabteilung mit euch abklappern. Vielleicht auch noch bei den Taschen reinschauen. Ja. Ich melde mich bei euch und wir schauen, was wir alles heute schaffen. Also meine süße Maus schläft zwar noch nicht, aber wir schauen trotzdem mal rein. Aber irgendwie bin ich noch nicht bereit für Herbst. Aber die Schuhe finde ich gerade schön. Mit Röcken und Maxi-Kleidern liebe ich das. Und der Absatz ist schön flach. Haben die aber in jeder Farbe oder kann man das ein bisschen, das ist das, was ich euch eben gezeigt habe, dann das und das. Also habt ihr in jeder Variante. Ich bin schon bei der Kinderabteilung. Schaut mal, die haben für 24 Euro süße Crocs mit Fischschuppen. Oder mit Schmetterlingen. Hello Kitty. Also ganz viele. Schaut mal, sogar Glitzerpink. Dann hier, es geht so weiter. Das sind aber keine Crocs, oder? Ach doch, sogar das hier. Ganz gefährliche Abteilung. Ganz gefährlich. Ich schaue da gar nicht rein. Ich wollte euch aber hier nochmal Bescheid geben. Ganz viele Halloween-Produkte. Bald ist Halloween. Ich muss auch die Tage mal kommen und eine Box mitnehmen. Für die, schaut mal, die ist zum Beispiel schön, für die Kleinigkeiten, die ich für meine Süße aufbewahren möchte, so Erinnerungsstücke. Was ist das hier? Aber dafür möchte ich mir Zeit nehmen. Wow, oder? Ich lieb's. Wirklich, ich lieb's. Wir gucken mal, 6 Euro. Und da hinten ist etwas auch in Pink. 5 Euro. Ich bekomme immer noch Fragen zu diesen Gläsern. Nur wenn ich die im Vlog, beim letzten Vlog zum Beispiel, habt ihr gesehen. Die gibt es in Hoch und hier in dieser kleinen Variante. Hatte ich damals alles von TK Maxx. Wie schön, einfach nur Farbe. Ich lieb's. Ciao, Bella. Das ist dann mir doch zu viel. Wisst ihr was? Diese Beeren mochte ich nie. Ich mag die einfach gar nicht. Und auch die nicht. Ich weiß gar nicht, diesen Hype bin ich echt nicht mitgegangen. Finde ich irgendwie nicht schön. Also gefällt mir nicht. Oder passt einfach nicht zu meiner Einrichtung, kann auch sein. Also ich weiß, dass viele, viele die super gerne gesucht haben
und hier haben wollten. Ich gehöre nicht zu denen. Finde ich diese Vase, Stiefelvase, richtig schön. Schaut mal. Wie cool ist die bitte? Aber falls ihr diesen Hund, einen Luftballonhund und diesen Bären mögt, dann schaut nochmal rein. Die haben extrem viele neue Varianten. Also wäre ich mit dem Auto unterwegs, würde ich die beiden direkt mitnehmen. Passt extrem zu meinem Schlafzimmer. Boah, das ist echt schön. Ich glaube, ich schleppe das jetzt mit. Weil die kosten nur 20 Euro. Nichts wirklich. Es ist nichts. Ich verstehe aber nicht, wie man das hier festmacht. Ja, ihr hört, die Kleine ist noch wach. Die haben gerade neue Körbe und ihr kennt mich. Ich habe eine kleine Sucht, was das angeht. Schaut mal, passt extrem zu ihrer Wand im Babyzimmer. Vielleicht wisst ihr, dass ich da so ja, eine Form gestrichen habe. Für Spielsachen. Schaut mal. 50 kostet die mittlere Größe. Die große Größe ist, glaube ich, too much für mich. Obwohl die ist ja auch schön so übereinander aufgestapelt. Shit. Leute, das ärgert mich gerade extrem. 32 Euro nur für diesen schönen Korb, Babykorb. Wollte ich damals unbedingt haben. Jetzt finde ich das gerade hier im Sale. Und es ist schon zu spät. Sie ist zu groß. Also die haben gerade extrem schöne Sachen. Ich will euch aber nicht alles filmen, sonst müsste ich separat nämlich ein TK Maxx Haul machen. Aber möchte ich gerade nicht. Schaut mal, meine Trage ist auch von Baby Björn und ich habe viel mehr bezahlt. Und ja, hier kostet die, die sogar schöner ist, finde ich, farblich auch, kostet 90 Euro. Ich habe hier ganz tolle Babysachen, Leute. Ganz, ganz krass. Auch die Spielzeugabteilung, Kuscheltiere, da hinten sind auch noch Kuscheltiere, plus die Bücherabteilung. Gefällt mir heute extrem. Aber da die Kleine nicht schläft, mache ich jetzt weiter. Ich zeige euch zu Hause, was ich alles mitgenommen habe. Ich kann aber schon mal verraten, alles nur weg. Es ist 1 Uhr und die Kleine schläft immer noch nicht. Ich glaube, es ist alles interessanter als zu schlafen. Ja, ich habe mit meine Angelegenheit geklärt. Alhamdulillah, reibungslos. Ich muss nur zu lange warten, aber egal. Jetzt frühstücke ich einmal. Zu Hause angekommen, Leute, ihr kennt's. Ich bin super durstig und es ist super schwül. Es regnet, es sieht kalt aus, aber ja, es ist wirklich super schwül. Wie spielt? Ja. Alhamdulillah. Ich dachte, hier oben etwas besser, oder? Ich dachte mir, ich zeige euch nur, was ich für die Kleine mitgenommen habe. Wirklich nur für die Kleine. Am liebsten hätte ich viel mehr mitgenommen. Ganz viele hohe Deko-Sachen, aber ich bin gerade am Ausmisten, weil wir jetzt am Sonntag zum Flohmarkt wollen und verkaufen wollen. Okay, aber ich habe so schöne Sachen für die Kleine gefunden, Leute. Also, das hier ist zum Beispiel ein Dreiteiler. Könnt ihr sehen, wie schön. Ich habe immer so schöne Herbstfarben ausgesucht. Die Schuhe, genau ihre Größe. Dann ist da eine Socke mit dabei. Ja, ich liebe. Kostet nur 17,99 Euro. Mit einem Sportanzug. Schaut mal. Süße Herzblümchen. Zweiteiler hat 14 Euro gekostet. 14,99 Euro. Ein Teil, was mir auch richtig gefallen hat, ein Vierteiler, eine schöne Weste, Body, eine Schlaghose und Haarreifen. Und ich finde die Farben sehr schön. Es ist dieses Mal die Größe 80, aber da steht von 9 bis 12 Monaten. Und ja, die ist ja bald nach ein paar Tagen schon 9 Monate. Ich denke, das wird ihr jetzt erst passen, wenn wir ein bisschen kältere Tage haben. Passt gut aber, finde ich.
Das, was sie eigentlich hauptsächlich braucht, waren Schlafanzüge. Schaut mal, richtig schön mit der Mütze. Das ist Größe 68, wirkt aber größer, weil eigentlich ist sie schon 70 cm groß. Und ja, aber das wirkt wirklich größer. Das müsst ihr jetzt passen. Für nur 8,99 €. Schaut mal. Ich liebe die Farben, die ich jetzt so ausgesucht habe. Wieder Blümchen, gelb, also sehr schöne Herbstfarben, meint ihr nicht? Und hier für die so ein Kopfschmuck. Drei Teile hat 9,99 € gekostet. Und das ist komplett alles, was ich heute mitgenommen habe. Und Anne Jim, bist du happy mit deinen neuen Fashion-Teilen oder ist dir das sowas von Schnuppe? Ihr merkt. Die Tüte ist interessanter, ne, Anitje? Dann war ich auch ganz kurz beim 1-Euro-Shop. Euro-Shop heißt das, glaube ich. Ich war sehr lange nicht dort, aber ich habe letztens einen TikTok gesehen, da sollen so schöne Baby-Spielzeugsachen, Holz-Spielsachen sein, aber habe ich leider nicht gefunden. Dafür habe ich so schöne Bücher, nur für je 1,50 €. Dazu aber werde ich jetzt einen TikTok drehen. Also falls ihr mir auf TikTok nicht folgt, da heißt ja auch Hijab Flowers mit Doppel-S am Ende. Und da könnt ihr mir folgen. Da werde ich ein Book, Baby-Book TikTok online stellen. Aber nur 1,50 €. Die sind so schön. Also falls ihr auch den Euroshop in eurer Nähe habt, schaut mal rein, auch wenn ihr lange nicht dort drin wart. Ich finde, wir haben schon einige coole Sachen.